Meine Mutter hat jetzt Emojis entdeckt. Ich schlafe nicht mehr. Ey, die schreibt mir nur so, guten Morgen, Maxi. Furzendes Einhorn. Das ist ein Text. Ohne Scheiß, da schreibt mich so, Mama, ist das wirklich unser Niveau jetzt? Reden wir jetzt so? So unfassbar, ey. Du kannst Eltern mit der Technik nicht alleine lassen. Das geht nicht. Du hast nur, du guckst einmal nicht hin. Schon sind die im Internet. Dann surfen die wieder rum, laden irgendwas runter. Dann hast du wieder einen Penis auf dem Display, weißt du? Also mein Großer ist jetzt 65. Er macht mich wahnsinnig, ehrlich, also unfassbar. Aber wenn er dich einmal anlächelt, kriegst du alles wieder zurück. Ja, meine Mama, ey, die liest momentan 50 Shades of Grey. Ich komme nach Hause, ich sehe das Buch so und ich frage so, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und in meinem Kopf eine Stimme sagt so zu mir, wieso? Wieso willst du das wissen, Maxi? Und sie sagt so, oh ja, langweilig. Da wurde mir erstmal klar, was ich für einen krassen Vater habe. Wenn deine Mama dir sagt, dass sie ein Buch über Sadomaso langweilig findet, kriegst du ein neues Verhältnis zu deiner Mutter. Du siehst die Inneneinrichtung mit völlig neuen Augen. Denkst so, hey Mama, was liegt denn der Kochlöffel da rum hier? Ha? Warum guckt der Hund so traurig? Was ist los? Was hat er gemacht? Dankeschön. Okay, das war ja schon mal ganz okay, auf jeden Fall. Aber hier seht ihr auch noch weitere durchschnittliche Komiker. Hier für die Generation Gag. Viel Spaß.